Euch allen hier in der Trinitatiskirche in Eiserfeld ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr da seid. Heute Morgen hat sich das Wetter von seiner richtig herbstlichen Seite gezeigt. Nass, windig und auf dem Weg hierher hatte ich den Eindruck, auch die Bäume sehen das mittlerweile ein und haben heute Nacht ganz, ganz viele Blätter runtergeworfen. Als ich dann fast hier war und an der Bäckerei unten im Ort vorbeikam, wo die Menschen aus der Tür rausstanden in Wind und Regen mit ihrem Regenschirm, da habe ich gedacht, vielleicht sollten wir hier in der Kirche sonntags morgens auch noch irgendwie Brötchen anbieten und dann würden die Leute zu uns strömen. War nur so ein Gedanke, der da aufgekommen ist. Ihr kennt das ja, wir feiern Gottesdienst. Und wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters, der die Welt geschaffen hat und der sie erhält. Im Namen des Sohnes, der das Zeichen der Liebe für uns ist. Und im Namen des Heiligen Geistes, der uns begleitet und uns trösten will. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Bund und Treue hält ewiglich und nicht preisgibt, was er geschaffen hat. Lasst uns jetzt gemeinsam singen und der Liedtext, der drückt das auch aus. Lasst uns miteinander, viele werden das als Kanon kennen, aber als Kanon singen wir es heute Morgen nicht. Wir singen diese eine Strophe zweimal durch. Wir lesen gemeinsam Worte aus dem Psalm 50 in einer Nachdichtung von Gottfried Schille. Wir lesen den kompletten Psalm alle gemeinsam. Gott macht bekannt, was er sucht. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Versammelt mir meine Gemeinde, für die ich mein Bestes gab. Sonne und Wolken seid meine Zeugen. Gott selbst kommt als Richter. Hört zu, seid einen Augenblick still. Ich führe nicht Klage eurer Gaben wegen. Ich weiß, wie wenig oder sehr ihr euch anstrengt. Geld benötige ich wahrlich nicht für mich selbst. Mir gehört das All und die ganze Erde mit ihren unendlichen Reichtümern, die ihr noch lange nicht alle entdeckt habt. Und doch sollt ihr dankbar sein, sollt ein schönes Opfer geben, ihr in harter Stunde versprochen habt oder in der dankbaren Runde eurer Lieben. Denn wenn ihr mich ruft,
höre und helfe ich. Und ihr sollt mich preisen. Ein schlechter Dienst des Dankes wäre, wenn einer die Gebot im Munde führt und die Ordnungen ständig verwischt. Er stiehlt nicht, er organisiert. Er bricht keine Ehe, vernascht nur die Mädchen. Er gibt kein falsches Zeugnis, macht nur die Leute schlecht. Wenn ich schweige, bin ich gar noch sein Zeuge. Gott schweigt, sagt ihr, es muss richtig sein. Heute will ich dir über dein Mundwerk fahren. Seht zu, dass ihr daraus lernt, ehe ich euch zur Verantwortung ziehe. Doch dein Land ist auf gutem Weg. Wem das Herz voll ist, der kann die Hände nicht binden, um des Bedürftigen willen, den es überall gibt. Das ist der Dank, der Heil macht. Wir beten. Du Gott, sprichst zu uns. Wir dürfen dich hören und dir antworten. Schenke uns für diesen Gottesdienst und für unser Leben offene Ohren und Herzen, die dich in den Stimmen der anderen hören und erfahren. Und lass uns Antworten finden, die dir entsprechen. Ich bitte dich, Gott, sei jetzt einfach da und bewirke du etwas in uns. Amen. Wir sammeln bei dem nun folgenden Lied den Klingelbeutel ein. Die Spende ist bestimmt für diakonische Aufgaben in unserer Gemeinde. Und diakonische Aufgaben bedeutet an der Stelle zur Unterstützung von armen, schwachen und sich in aktueller Notlage befindenden Menschen ganz zentral hier in Eiserfeld. Lasst uns den Weg der Gerechtigkeit gehen.
Ich kann es nicht verhehlen, dass ich mit Elementen des Textes, den ich gleich lesen werde, meine Probleme habe. Denn Jahrhunderte hat die Kirche mit diesem Hinweis auf das Fegefeuer, auf die ewige Verdammnis, die einfachen Leute mehr oder weniger im Zaume gehalten, ja sogar Geschäfte gemacht aus diesem Gedanken, Stichwort Ablasshandel, gegen den sich ja dann Luther gewendet hat. Die meisten Ausgaben haben hier als Überschrift vom Weltgericht. Ich lese den Text eigentlich ein wenig anders. Für mich geht es eher darum, was bleibt uns in diesem Leben zu tun, nämlich die Liebe Gottes, die wir selbst erfahren haben, an andere weiterzugeben. Jetzt also dieser Text aus Matthäus 25, die Verse 31 bis 46. Doch wenn der Menschensohn in Herrlichkeit wiederkommt und alle Engel mit ihm, wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Alle Völker werden von ihm zusammengerufen, und er wird trennen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Die Schafe wird er zu seiner Rechten hinstellen, die Ziegen zu seiner Linken. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen: Kommt, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Ihr sollt das Reich Gottes erben, das seit der Erschaffung der Welt auf euch wartet. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr gabt mir zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden diese Gerechten fragen: Herr, wann haben wir dich jemals hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Wann sahen wir dich durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dir Gastfreundschaft erwiesen? Oder wann warst du nackt und wir haben dich gekleidet? Wann haben wir dich je krank oder im Gefängnis gesehen und haben dich besucht? Und der König wird ihnen entgegnen: Ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Und dann wird sich der König denen auf seiner linken Seite zuwenden und sagen: Fort mit euch, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das für den Teufel und seine bösen Geister bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr gabt mir nichts zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht in euer Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich war krank und ihr habt mich nicht gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie fragen: Herr, wann haben wir dich jemals hungrig oder durstig oder als Fremden, nackt, krank oder im Gefängnis gesehen und dir nicht geholfen? Und er wird ihnen erwidern: Ich versichere euch, was ihr bei einem der geringsten meiner Brüder und Schwestern unterlassen habt,
das habt ihr an mir unterlassen. Und sie werden der ewigen Verdammnis übergeben werden, den Gerechten aber wird das ewige Leben geschenkt. Wir beten das Glaubensbekenntnis nach einer anderen Form. Wir glauben an Gott, den Ursprung von allem, was geschaffen ist, die Quelle des Lebens, aus der alles fließt, das Ziel der Schöpfung, die auf Erlösung hofft. Wir glauben an Jesus Christus, den Gesandten der Liebe Gottes, von Maria geboren, ein Mensch, der Kinder segnete, Frauen und Männer bewegte, Leben heilte und Grenzen überwand. Er wurde gekreuzigt. In seinem Tod hat Gott die Macht des Bösen gebrochen und uns zur Liebe befreit. Mitten unter uns ist er gegenwärtig und ruft uns auf seinem Weg. Wir glauben an Gottes Geist, Weisheit, die wirkt, wie sie will. Sie gibt Kraft und Versöhnung und schenkt Hoffnung, die auch der Tod nicht hält. In der Gemeinschaft der Glaubenden werden wir zu Schwestern und Brüdern, die nach Gerechtigkeit suchen. Wir erwarten Gottes Reich. Amen. Wir singen.
Heute beschäftigen wir uns mit einem Brief, mit Post, mit der Post anderer Leute. Dieser Brief ist vielen von uns schon bekannt. Es ist der Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom. Und er schreibt, ich lese einen Auszug, den aber, der schwach in Bezug auf den Glauben ist, nehmt an, ohne mit ihm über Meinungen zu streiten. Dieser nämlich glaubt, alles essen zu dürfen, jener aber ist schwach und isst Gemüse. Der isst, soll den, der nicht isst, nicht verachten. Der aber, der nicht isst, soll den, der isst, nicht kritisieren. Gott hat ihn nämlich angenommen. Du, wer bist du, dass du einen anderen Diener richtest? Sein eigener Herr wird entscheiden, ob er steht oder fällt. Er wird aber stehen, denn der Herr kann ihn stehen lassen. Der eine nämlich bringt den einzelnen Tagen unterschiedliche Wertschätzung entgegen. Der andere macht keinen Unterschied zwischen den Tagen. Jeder sei aber von seinem eigenen Urteil überzeugt. Wer auf einen bestimmten Tag achtet, der tut's im Blick auf den Herrn. Und wer isst, tut es im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, tut es im Blick auf den Herrn und dankt Gott. Denn niemand von uns lebt für sich selbst und niemand stirbt für sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Wenn wir aber sterben, sterben wir für den Herrn. Sei es nun, dass wir leben, sei es nun, dass wir sterben. Wir sind des Herrn. Dafür nämlich ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Verstorbene wie über Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deine Schwester? Wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden, denn es ist geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr. Vor mir soll sich beugen jedes Knie und jede Zunge soll Gott bekennen. So wird nun jeder von euch über sich selbst Rechenschaft vor Gott ablegen. Soweit aus dem Brief, den der Apostel Paulus der Gemeinde in Rom geschrieben hat. Als er ihn schreibt, ist er auf dem Weg nach Spanien. Er ist in Griechenland und will nach Spanien. Und wer die Landkarte ein bisschen kennt, sieht ein Zwischenstopp, sogar ein etwas längerer, in Rom macht da Sinn. Und so hat es Paulus auch geplant. Alle anderen Gemeinden, an die er Briefe geschrieben hat, hat er selbst gegründet. Er hat Briefe geschrieben an Leute, die er kannte, die er persönlich kannte und so den Kontakt zu ihnen aufrecht erhalten. Und in Rom ist das nun ein bisschen anders. Die Gemeinde wurde vermutlich von reisenden Kaufleuten gegründet, die den christlichen Glauben angenommen hatten. Und bevor er jetzt nach Rom kommt, hält Paulus es für notwendig, der Gemeinde einen Brief zu schreiben, wo er sich sozusagen vorstellt. Ein Bewerbungsschreiben vielleicht, so ein Vorstellungsbrief ist das eher. Und wir haben ja eben gehört, dass er gleich seltsame Dinge schreibt, von Dingen, die man essen darf, vom Feiertage halten. Und offensichtlich hat Paulus von Menschen, denen er begegnet ist, gehört, dass es da Probleme gibt in Rom, Konflikte.
Konflikte. Konflikte im Zusammenleben der Menschen. Konflikte, die offensichtlich so tief reichten, dass sie die Gemeinschaft gefährdeten. Das kennen wir auch. Konflikte, die Gemeinschaft gefährden, ja, sie gar zerstören können. Allzu schnell passiert es, dass wir mit irgendjemandem aneinander geraten. Es wird gestritten. In der Ehe, in Familien, in Teams, in der Regierungskoalition, in Kirchen, aber auch zwischen Ländern und Nationen. Wir alle sind verschieden und wir alle haben verschiedene Meinungen, unterschiedliche Auffassungen von den Dingen des alltäglichen Lebens. Wir sind uns nicht einig, wenn es um Erziehungsfragen geht oder bei der Beurteilung des aktuellen politischen Geschehens, hier in Deutschland und schon gar nicht weltweit. Wir denken alle unterschiedlich über kritische Dinge wie Sterbehilfe oder Abtreibung, über Massentourismus oder die Abholzung des Regenwaldes. Oder wie sinnvoll ist die Rücksichtnahme auf kleine Tiere und Pflanzen, wenn wir große Baumaßnahmen vor uns haben? Wo ziehe ich persönlich da jeweils die Grenze? Es gibt Dinge, die ihr tun würdet, bei denen ich sage, kommt für mich nicht in Frage. Meine Grenzen sind da irgendwo anders. Und wenn wir dann ans Streiten geraten, hat das manchmal durchaus das Potenzial, unsere Beziehung zu beschädigen. Wie absolut soll man die eigene Meinung setzen? Wie viel Toleranz gegenüber Andersdenkenden ist notwendig? Immer wieder gibt es dann auch Konflikte, die spalten. Auseinandersetzungen, die in Schweigen, Hass, Angst, Krieg, Not und Elend enden. Schauen wir doch nur in den Nahen Osten, in die USA oder unsere zerbrochene Regierungskoalition. Fast 40% aller Ehen in Deutschland werden geschieden. Das Scheitern von Gemeinschaft im Alltag und das Scheitern von Beziehungen in der Welt ist doch alltägliche Realität für uns geworden. Und das war es auch schon im antiken Rom, vor 2000 Jahren, als Paulus seinen Brief an die dortige Gemeinde schreibt. Die christliche Gemeinde in Rom ist in ihrer Gemeinschaft durch einen tiefreichenden Konflikt bedroht. Sie stritten sich darum, was man als Christ essen darf und welche besonderen Feiertage man halten muss. Die meisten Judenchristen hielten sich weiterhin an die besonderen Vorschriften für reines Essen. Waren sie ja auch mit aufgewachsen, das kannten sie. Aber die meisten Heidenchristen, die aus einer anderen Gesellschaft, einer anderen Kultur kamen, sahen sich für sich überhaupt keinen Grund, sich an jüdische Speisevorschriften zu halten. Sie argumentierten, dass sie durch den Glauben an Jesus Christus von diesen Vorschriften befreit wären, dass das für sie nicht verpflichtend ist. Und die Diskussion verschärft sich noch durch ein gesellschaftliches Problem. Paulus redet von Starken und Schwachen. Und in welcher Situation befinden sich die Schwachen und die Starken, von denen Paulus da schreibt? Oder eigentlich auch, wer streitet da? Denn die unterschiedlichen Personen werden ja benannt, aber nicht wer mit wem streitet, sondern nur, dass der Streit da ist. Streiten da Judenchristen mit Juden oder Heidenchristen mit Heidenchristen, Judenchristen mit Heidenchristen oder unterschiedliche soziale Gruppierungen miteinander?
Anlass für den grundsätzlichen Fleischverzehr bzw. Fleischverzicht der Schwachen waren vermutlich die generellen Fleischverbote des römischen Kaisers. In Tavernen durfte kein Fleisch mehr verkauft oder verzehrt werden. Die Schwachen halten sich an das kaiserliche Gebot und essen kein Fleisch mehr. Die Starken tun dies nicht. Aber warum? Im Jahr 49 verbannt Kaiser Claudius die Judenchristen oder einen großen Teil der Judenchristen zumindest aus Rom. In seinen Augen stifteten sie Unruhe in den jüdischen Gemeinden. Und Probleme hatte Claudius auch so schon genug. Also, wer irgendwie als Aufrührer verdächtigt wurde, wurde auch aus Rom verbannt. Zurückgeblieben ist eine christliche Gemeinde, die aus wenigen armen Judenchristen und aus zahlreichen reichen Heidenchristen besteht. Die verbliebenen Judenchristen gehörten den unteren sozialen Schichten in Rom an und die Heidenchristen mehrheitlich zumindest den gehobenen Schichten. Und während es für die besser gestellten Heidenchristen ohne Probleme möglich war, Fleisch auf dem Markt zu kaufen und zu Hause zuzubereiten, hatten die schlechter gestellten Judenchristen diese Möglichkeit nicht. Ihnen fehlte schlichtweg das Geld dafür. Und sie konnten nur Fleisch essen, das sie erhalten hätten, wenn sie Fleisch gegessen hätten, das bei heidnischen Kulthandlungen übrig geblieben war und an die Armen verteilt wurde. Aber genau das wollten sie auf keinen Fall tun. Der Konflikt in Rom ist also zusätzlich auch einer zwischen gutgestellten Heidenchristen und armen Judenchristen. Und die unterschiedliche soziale Stellung bedroht das Verständnis für die Position des jeweils anderen. Paulus benutzt den griechischen Begriff asthenonta für Schwache. Das kann aber auch Ohnmächtige oder Arme bedeuten. Und auf die Judenchristen in Rom trifft das alles drei zu. Arm, ohnmächtig, schwach. Die Heidenchristen dagegen gehören eher zu den Starken, Reichen, Mächtigen. Und Paulus erkennt, wenn das so weitergeht, dann geht das nicht gut aus. Und er ermahnt die Streitparteien zu einem Perspektivwechsel. Er hält ihnen mehr oder weniger ein großes Stoppschild hin. Stopp, es reicht. Und er schreibt ihnen: Hallo, liebe Christengemeinde in Rom, was tut ihr mal da? Schaut euch an, was ihr tut. Überlegt mal, wie kommt ihr dazu, euch gegenseitig Vorwürfe zu machen? Aus meiner Sicht, also aus Paulus Sicht, ist es nicht christlich, wenn die starken, reichen, mächtigen ihre Macht gegenüber den schwachen, armen, ohnmächtigen missbrauchen. Und er sagt ihnen, ihr habt kein Recht dazu, so miteinander umzugehen. Den Anspruch auf euch und auf euer Leben, unabhängig davon, welcher Gruppierung ihr jetzt zugehört, der Einzige, der das Recht hat, euch zu richten, ist Gott, ist Christus. Ihr alle, egal ob arm, reich, stark oder schwach, ihr alle, ihr gehört zu Christus. Und für euch alle ist er gestorben und auferstanden. Und unabhängig davon, in welcher Situation ihr gerade seid, ob ihr lebt oder sterbt, vielleicht sogar schon gestorben seid, er hat für euch alle gelitten.
Und die, die von oben herab auf andere blicken, zu denen sagt Paulus: Ihr da, jetzt kommt mal runter von eurem hohen Ross. Richtet euren Bruder, eure Schwester nicht. Verachtet euren Bruder, eure Schwester nicht. Tut vielmehr das, was Christus euch vorgelebt hat. Viele von euch kennen vielleicht noch diese Was würde Jesus tun? Armbändchen, die eine Zeit lang sehr modern waren. Ja, das sollen sie überlegen, die Leute in Rom. Tragt Verantwortung füreinander. Lebt Gemeinschaft. Teilt Überfluss. Helft Hilflosen. Ihr starken, reichen, mächtigen, entdeckt in den schwachen, armen, ohnmächtigen Christus selbst und nehmt euch in eurem Verhalten Christus zum Vorbild. Lebt so, wie er es getan hat, zugunsten der schwachen, armen, ohnmächtigen. Im Gegenüber Christus entdecken und nach dem Vorbild Christi handeln. Das ist der Weg, den Paulus der Gemeinde in Rom weist. Stellen wir uns jetzt nur mal für einen Moment vor, wir würden so leben. Wir, jede und jeder von uns, wir als Gemeinde, wir als Teil der weltweiten Kirche. Stellen wir uns vor, wir würden uns in Konflikten und Auseinandersetzungen davon leiten lassen, in dem anderen, in unserem Mitmenschen, Christus zu entdecken und in unserem Handeln dem Vorbild Christi zu folgen. Wie gut würde uns das tun? Uns selbst und der Gemeinschaft, in der wir leben. Was könnte und was würde sich alles verändern? In unseren Beziehungen, in unserer Gesellschaft. Vielleicht kann ein Anfang so aussehen, dass wir nochmal in die Bibel schauen. Vielleicht auch nochmal auf den Text aus Matthäus, den wir eben gehört haben. Wenn wir diesen Text lesen und hören, aus der Perspektive von Schmerz und Ungerechtigkeit. Und wir hören die Stimmen derer, die stumm gemacht wurden. Und wenn wir unsere Stimme für die erheben, wenn wir in unserem Alltag das tun, was wir eben gehört haben, Hungrige und Durstige mit Nahrung versorgen oder Fremde aufnehmen, Nackte kleiden, Kranke besuchen oder gar Menschen im Gefängnis besuchen. Wenn wir denen ihren verstummten Stimmen unsere Stimme geben und die Liebe Christi an sie weiterreichen, wenn wir mit Gottes Gegenwart rechnen in unserem Leben und wir Gottes schöpferische Liebe, die uns in Christus begegnet ist, weitergeben, weiter leben lassen. Rechnen wir doch mit Gottes Geist, der Raum schafft in unserem Leben und uns die Welt achtsam und machtsam verändern lässt. Viele kleine Leute, die viele kleine Schritte tun, können ja bekanntlich das Gesicht der Welt verändern. Lasst uns losgehen. In dem anderen Christus entdecken und nach seinem Vorbild handeln. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir singen.
Wir wollen heute in diesem Gottesdienst Abendmahl feiern. Gott schenkt uns seine Liebe und zum Zeichen dafür hat er uns das Abendmahl gegeben, dass wir nun im Vertrauen auf seine Zusage mit Dank und Freude empfangen sollen. Jesus Christus, unser Heiland, lädt uns an seinen Tisch. Er schenkt uns Kraft und Zuversicht durch sein Leiden, Sterben und Auferstehen, in Brot und Wein den Zeichen seiner Gegenwart. Er verbindet sich mit uns und schließt uns zusammen zu seiner Gemeinde. Er ist Gottes Zuspruch der Vergebung aller unserer Sünden und mit gleichem Ernst auch Gottes kräftiger Anspruch auf unser ganzes Leben. Durch ihn widerfährt uns frohe Befreiung aus den gottlosen Bindungen dieser Welt. Zu einem freien und dankbaren Dienst an seinen Geschöpfen. Lasst uns nun darum unser Gewissen prüfen, um zu erkennen, wo wir so gehandelt haben, als ob wir nicht Jesus Christus, sondern anderen Herren zu eigen wären. Wo wir den Herrn, unseren Gott, nicht geliebt haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt und auch unseren Nächsten nicht wie uns selbst. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach's und sprach: Das ist mein Leib, den ich für euch gegeben habe. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir halten es jetzt so, dass wir in zwei Gruppen uns um den Abendmahlstisch versammeln. Wir fangen an mit der Gruppe auf der Seite der Mühlenstraße und ihr könnt dann auffüllen, falls die Runde noch nicht voll ist. Kommt, denn es ist alles bereit. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Es ist der Gemeinde noch einiges mitzuteilen. Die Kollekte heute am Ausgang ist bestimmt für Projekte christlicher Friedensdienste. Die Kollekte am nächsten Sonntag ist bestimmt für die Diakonie in der Evangelischen Kirche Deutschlands. Und wir laden ein zu Veranstaltungen in der nächsten Woche. Heute Abend zum Impulsabend des CVJMs im Vereinshaus Gartenstraße. Das Thema ist Philippinen und es soll ein Vortrag von Marie und Jona Grabet gehalten werden. Ich weiß jetzt nicht genau, inwieweit der Jonas kommen kann. Der hatte letzte Woche einen Urlaub, aber ich denke, es wird gewinkt, das klappt schon. Super. Am Mittwoch ist Buß- und Bettag und wir laden ein zu einem ökumenischen Friedensgottesdienst hier in der Trinitatiskirche um 19.30 Uhr. Und natürlich laden wir auch ein zum Gottesdienst am nächsten Sonntag hier um 10.30 Uhr.
Heute ist Volkstrauertag. Dazu ist mir nichts mitgeteilt worden. Ich gehe mal davon aus, dass hier in Eiserfeld keine Veranstaltungen stattfinden. Ja, doch, um 14 Uhr auf dem Gilbergfriedhof höre ich gerade. Okay. Hätte mich auch gewundert, wenn gar nichts stattfindet. Und lasst uns noch an eine Verstorbene gedenken. Beerdigt wurde in der letzten Woche Frau Margot Gaumann, geborene Fischbach, zuletzt wohnhaft am Witscher 10 in Siegen, früher Eiserfelder Straße hier in Eiserfeld. Sie verstarb im Alter von 88 Jahren. Himmlischer Vater, wir wissen unsere Verstorbenen geborgen bei dir. Jetzt klafft noch eine große Lücke in unseren Herzen. Wir sind traurig, manchmal auch ohnmächtig wütend. Bewahre du uns die guten Erinnerungen an die Verstorbene und tröste du uns in unserer Trauer. Amen. Wir singen jetzt noch die letzten beiden Strophen des begonnenen Liedes. Lasst uns Fürbitte halten und, soweit das möglich ist, dazu aufstehen. Dich, Jesus Christus, dürfen wir in der anderen und den anderen entdecken. Dich dürfen wir uns für unser Reden, Tun und Leben zum Vorbild nehmen. Dafür danken wir dir. Und wir antworten dir, indem wir unsere Stimme erheben und die Menschen vor dich bringen, deren Stimme klein gehalten, unterdrückt und totgeschwiegen wird. Wir erheben unsere Stimme und bringen sie vor dich, für Kinder und Jugendliche, damit sie in einer lebenswerten Welt leben können. Hilf uns mutig und entschlossen, dem Klimawandel entgegenzutreten, mit sichtbaren Taten und nicht bloß mit schönen Worten. Wir erheben unsere Stimme für Arme, damit sie in Würde in unserem Land leben können. Hilf uns mutig und entschlossen, unseren Reichtum zu teilen, mit klaren Aussagen an die Politik und im solidarischen Handeln untereinander. Wir erheben unsere Stimme für Menschen mit Behinderung, damit sie selbstbestimmt Teil der Gesellschaft sein können. Hilf uns mutig und entschlossen,
allen Hindernissen entgegenzutreten, mit Fantasie und ausdauernder Tatkraft. Wir erheben unsere Stimme für People of Color, damit sie frei und ohne Angst in unserem Land leben können. Hilf uns mutig und entschlossen, dem Alltagsrassismus entgegenzutreten, mit deutlichen Worten und gelebter Geschwisterlichkeit. Wir erheben unsere Stimme für Mädchen und Frauen und queere Menschen, damit sie ohne Abwertung und Gewalterfahrung leben können. Hilf uns mutig und entschlossen, für eine bunte Kirche einzutreten, mit radikal inklusiver Liebe, die Menschen zum Blühen bringt. Und alles Weitere, was uns bewegt, fassen wir zusammen in dem Gebet, das Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so bitten wir nun unseren Herrn um seinen Segen. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Lege auf uns deinen Frieden. Segnend halte Hände über uns. Rühr uns an mit deiner Kraft. Amen. Und nach dem erbetenen Segen gesprochen, nun das Ganze noch einmal gesungen.